Es ist soweit, Leute. Der zweite Batman vs. Superman Trailer ist da. Ich als dunkelhaariger Fan muss ich das natürlich ansehen. Bildschirm ist übrigens hier drüben, nur dass ihr wisst, warum ich immer so rüber gucke. Wir fangen an. Let's go, I wanna see this shit. Leise. Who's that? You must be new. That is Bruce Wayne. Ich finde ja, dass Ben Affleck überhaupt nicht wie Bruce Wayne aussieht. Mr. Wayne! Aber das ist ja mein Gott. What's your position on the Bat Vigilante in Gotham? Ha! Hello. Civil liberties are being trampled on in your city. People living in fear. Thinks he's above the law. The Daily Planet criticizing those who think they're above the law is a hypocritical. Wouldn't you say? Considering every time your hero saves a cat out of a tree, you read a puff piece editorial about an alien. You could burn the whole place down. Most of the world doesn't share your opinion, Mr. Wayne. Maybe it's Gotham City and me. We just have a bad history with freaks dressed like clowns. Boys! Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. I love Jesse it. Together. How are we? Lex. Hi, hello. Lex, it is a pleasure. Ow! Wow, that is a good grip. You should not pick a fight with this person. This scene, it almost looks like he's a dictator. Line, American senator. The power can be the center. You're gonna go to war. Holy fuck, what's happening here? Not the war. Okay, this is not us. You know you can't win this. Oh, that was epic. It's suicide. The greatest gladiator match in the history of the world. Son of Krypton versus Bat of Gotham. You're psychotic. It is a three-syllable word for any thought too big for little minds. Irgendwie kommt Lex Luthor wieder Joker. Stay down! If I wanted it, you'd be dead already. Oh, what's happening man now? Man won't kill God. The devil will do it. Oh no, not very wise, man. What have you done? What the? What the fuck are you? Troll meets Batman. Oh, he's dead. Oh my! Oh. Oh, hey, Dad. She with you? I thought she was with you. I'm so great. Well, that is a mixed bag, isn't it? Ich bin enttäuscht, weil ich hätte diesen Trailer nicht sehen dürfen, weil ich weiß eigentlich alles, was ich wissen muss über diesen Film. Ich weiß jeden Plot-Twist. Und alles. Ich weiß jetzt eindeutig, immer jeder Vollidiot weiß jetzt, was alles passiert. Erstens, man weiß jetzt, wann Wonder Woman auftritt, weil so wie das rübergebracht wurde in der Szene, haben wir vorhin noch keine Ahnung gehabt, wer die überhaupt ist. Ich überlege die ganze Zeit, was war das für ein Ding? Irgendwie sagt mir das was. Was war denn das? Da gab es doch so einen Comic, wo dann Superman... Das ist so ein komischer Goblin. Ne? Ich weiß, es soll Sword Reincarnated sein. Ich habe keine Ahnung, wie man so... Doom? Was? Doch, kannst du... Das ist Doomsday. Das soll Doomsday sein. Warum ist Doomsday Sword Reborn? Was? DC, what are you pulling? Jetzt verstehe ich auch, warum dieses Gesicht... Ich hätte ihn jetzt eh erkannt. Das denke ich mir. Der Körper und alles. Ja genau, das ist Doomsday. Aber der Kopf, der ist was so... mir, what the fuck ist das? Ja, eh klar, wenn er Sword darstellen soll, dann hat er halt so eine, deswegen auch die Fähigkeit, Laser aus den Augen zu schießen. I get it. Doomsday Sword, ist schon eine billige Ausrede, um Sword zurückzubringen. Aber was mir ein bisschen gefällt, aber auch wieder nicht, und das ist dieses große Mixed Bag, wo ich glaube, an dem der Film fallen oder siegen wird, ist die Comedy. Man hat es gemerkt, allein schon der Anfangsshot, den fand ich sehr nice eigentlich, wie Clark und Bruce Wayne sich treffen und so reden über Batman und Superman. Das fand ich geil. Das ist ganz witzig. Nebenbei auch noch Jesse Eisenberg. Ich bin der Meinung, dass Lex Luthor nicht so ist. Also, dass er ihn
ich will nicht sagen falsch spielt, weil wahrscheinlich ist das Script ist ja so. Aber ich finde, das ist weniger Lex Luthor, mehr Joker, um ehrlich zu sein. Das ist ja wirklich teilweise so fast vom Psychopath-mäßig schon. Und ich denke mir, das ist doch einfach nicht das, was Lex Luthor ausmacht. I don't know. Und ich mag auch ehrlich gesagt nicht so, wie er Schauspieler. Es ist dann halt, ja. Also das ist für mich eher der derzeit so, was ich gesehen habe, der schwächste Schauspieler, kann ich aber noch nicht beurteilen. Und eine Frage an Ben Affleck. The fuck were you doing with your voice at the last sentence? Das war doch nicht mehr Batman, das war irgendwas. Da, wo Superman so landet und sich die Soldaten niederknien. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier echt ist. Ich glaube ernsthaft, dass das irgend so ein Traum ist, den Batman hat. Oder ich weiß es nicht. Nee, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Superman sowas machen würde. Ich glaube, jetzt ist so eine übertriebene Darstellung von Bruce Wayne im Kopf, also was Superman alles an bösen Sachen macht und das ist ein bisschen, ja wirklich, es ist ja voll diktatormäßig rübergekommen. Weil so finde ich, ist ja Superman auf keinen Fall. Ah ja, wie gesagt, ich bin leider enttäuscht, dass das ist halt, nee, ich sag's immer wieder, ich hab's ja auch schon bei Civil War gesagt, aber der Film, dieser Trailer zeigt's wirklich zu 100% perfekt. Wenn wir Star Wars nehmen, es gibt so viele Trailer, so viele Spots, TV-Spots. Ich kann an keinem, und ich habe alle Spots gesehen, natürlich, ich kann bestimmte Mini-Snippets jetzt schon zusammensetzen und sagen, okay, der und der könnte einen Kampf haben und so, aber ich kann daraus keine Verbindung ziehen. Ich kann nicht sagen, und das ist jetzt die Story. Das habe ich nicht. Bei Batman vs. Superman kann ich euch 1:1 sagen, was ist. Batman, Bruce Wayne findet Superman nicht okay, Superman, Bruce Wayne, Kampf, zack, und in der Mitte kommt der Wonder Woman und Doomsday und dann kämpfen alle zusammen. Und ich wette mit euch, es ist so. Wir kämpfen alle gegen Lex Luthor und halt Doomsday. Ich finde ja nicht, dass es Doomsday ist. Ich glaube, sie meinen Doomsday damit. Und ich muss die Kommentare noch lesen, ob die Leute auch der... Ich lese, warte mal. Da möchte ich kurz nachgucken, ob die Leute auch der Meinung sind, dass es Doomsday ist. Irgendwie will ich es nicht glauben. Ich habe da jetzt was ganz Interessantes gelesen. Ich habe mich jetzt ein bisschen durch die Kommentare geguckt. Es sind alle der gleichen Meinung, dass das Doomsday ist. Ich habe jetzt auch noch mal ein paar Bilder verglichen. Es muss eigentlich Doomsday sein. Und ich habe da was ganz Interessantes gefunden, weil ich ein bisschen durch so Online-Comics kann man ja alles finden. Habe ein bisschen so über die Story von Doomsday mich nochmal informiert und bin drauf gekommen, dass diese, ich sag jetzt mal Kristalle dazu, die er so im Kopf hat, die für mich so mehr seinen wahren Gesichtsausdruck haben, dass die erst wachsen mit seiner Entwicklung. Und ich schätze, dass in der Szene oder in diesem Film, wo Doomsday, also Sword oder ist ja auch egal, aber Doomsday halt auftritt, dass er noch total fresh out of the lab ist, wisst ihr, was ich meine? Und dass dann vielleicht deswegen diese Crystals noch gar nicht da sind. Könnte sein, ich weiß es nicht, dass vielleicht, ich will jetzt auch gar keine Excuse machen für den Film, so, oh, und das ist Absicht und das ist alles gewollt, aber das wäre eine Erklärung, also wäre ganz cool, wenn das die Erklärung wäre, über den Film dann die Sachen wachsen, dann ist es okay, aber trotzdem, ich finde, nee, irgendwas passt mir beim Gesicht absolut nicht, weil schau mal, Doomsday ist doch ein Alien. Sword ist doch nicht... Ja, ach, egal. Das stört mich ein bisschen, ja, muss ich ehrlich gestehen. Das ist meine Meinung. Ich habe weniger Hype jetzt auf den Film. Leider heißt nicht, dass ich ihn trotzdem nicht sehen will. Was ist eure Meinung? Was findet ihr? Sagt dieser Trailer einfach zu viel? Was haltet ihr von der Origin von Doomsday? Findet ihr das gut, dass man Sword zurückbringt? Wie findet ihr Jesse Eisenberg als Lex Luthor? Schreibt es in die Kommentare. Mich würde es wirklich interessieren. Bis zum nächsten Mal. Zu viel gebracht. Ah, oh, ich sehe es. Komm, du planst irgendwas. Hallo? What the fuck?